Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann. Herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior, immer noch. Und ich habe heute einen wirklich spannenden Gast an meiner Seite, zumindest auf YouTube an meiner Seite, ansonsten ja eher so über die Audiospur, und zwar Lisa. Herzlich willkommen, Lisa. Hallo Melchior, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr. Ja, mich freut das auch sehr. Du hast quasi gerade Jungsteuerberaterin, bist du eingestiegen in eine mittelständische Kanzlei. Vielleicht magst du das einmal ganz kurz umreißen. Wer bist du, was machst du, wo machst du es und zu warum kommen wir später? Genau, also ich bin die Lisa, ich komme aus Regensburg, aus dem schönen Bayern, wie man vielleicht auch im Laufe der Podcast-Folge hören wird. Und ich hatte jetzt das Vergnügen, im Februar meine Steuerberaterprüfung erfolgreich abschließen zu dürfen im Erstversuch und werde jetzt auch mit Wirkung zum 01.01.25 als Partnerin bei der Kanzlei Vibertax einsteigen und habe auch die Ehre, da künftig mein steuerliches Wissen, aber auch meine persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten einzubringen und freue mich da wirklich sehr drauf. Genau. Wie war denn da dein Weg? Also es gibt ja so unterschiedliche Wege zum Steuerberatertitel. Hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du studiert? Und ich habe witzigerweise zur Schulzeit noch mit meiner Mama drüber gebrainstormt, was ich machen soll, schrägstrich will. Und wie es so typisch ist für Abiturienten, wissen die das nie so genau. Und ich habe immer gesagt, wie so typisch ist, kommt man auf die Steuerberatung. Nein, sie macht Steuern. Und ich habe immer gesagt, Okay. Nee, ich will nie das machen, was du machst. Und am Schluss bin ich doch irgendwie da gelandet, und zwar über das duale Studium an der dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Ja. Der sich so gern vergleiche mit Hersching für die Steuerberatung. Also so die Finanzbeamtenlaufbahn, rein vom Niveau der Ausbildung her, nur eben für die gute Seite der Macht, in Anführungszeichen, die wohlwollender ist für die Mandanten. Und das Studium ging 3 Jahre lang und meine Theoriephasen waren eben dann im Schwarzwald an dieser Hochschule, wo man auch wirklich nur Steuern studiert und dieses BWL-Thema, Gott sei Dank, etwas ausklammern kann, wenn man sich wirklich für die Steuermaterie entschieden hat. Und meine Praxisphasen waren in Abensberg. Das ist eine kleine Stadt zwischen Regensburg und München, wo ich ursprünglich herkomme und eine kleine Kanzlei gefunden habe, die das mit mir zusammen angehen wollte. Und ja, das war mein Weg. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr viel weitergekommen in dieser Zeit, persönlich als auch fachlich, und war danach eigentlich ready für die Steuerwelt. Wie es ja oft nicht so ist, wenn man ganz klassisch studiert. Also das ist schon ein Vorteil am dualen System gewesen. Ich glaube, das ist ein Kernproblem. Also das ist meine eigene Theorie. Ich versuche ja ständig meine Sicht auf die Welt irgendwie mit einfließen zu lassen. Aber die Steuerwelt, die muss man erleben, weil sie einfach vom Blick von draußen jetzt nicht so super attraktiv wirkt, um das mal so zu sagen, und sich viele Menschen vieles einfach nicht vorstellen können. Und wenn man dann aber in einer Kanzlei arbeitet und den Alltag kennt und auch die Zusammenarbeit mit den Mandanten kennt, dann funkt es dann doch relativ häufig, ist meine Erfahrung zumindest. Aber deswegen glaube ich, muss das eine Strategie sein. Wenn man junge, ambitionierte Fachkräfte in die Branche holen möchte, muss man ihnen einfach Kontakt zur Realität anbieten. Und auch wenn viele Leute sich immer beschweren, ist das aber dann doch der Grund, warum die Leute, die bleiben. So ist es, dem stimme ich zu. Und am Schluss ist es so, dass die Steuerberaterbranche immer noch ziemlich unsexy wirkt für junge Leute. Aber ich glaube, wenn die wirklich, wie du sagst, mal reinschauen und gucken, hey, das ist doch nicht so trocken, wie es ja viele beschreiben, sondern das ist eigentlich viel mehr manchmal Psychologe sein, wie der die dicken Schinken wälzt, jetzt mal umgangssprachlich ausgedrückt, merkt man recht schnell, dass man wirklich viel weiterhelfen kann. Und jetzt nicht nur, wie gesagt, Literatur liest, sondern eigentlich berät. Und das macht es für mich aus, und es ist der Grund, warum ich persönlich mir auch auf die Fahne schreibe, zusammen jetzt mit dir, diese Steuerberaterbranche etwas zu entstauben, weil das wirklich ein cooles Geschäftsfeld ist für junge und alte Menschen. Für mich war das, also ich finde das spannend, dass du sagst, so, man ist mehr Psychologe, den Part kenne ich auch. Was ich immer beeindruckend fand, ist, ich finde Unternehmen wahnsinnig spannend, so Geschäftsmodelle, wie ein Unternehmen funktioniert und wann es gesund ist und wann nicht, und das kann man schon ja einfach aus den Zahlen auch rauslesen. Und ich fand es so faszinierend, dass ich als so
auch nur als normaler Steuerfachangestellter ganz häufig den Eindruck hatte, dass ich mich in dem Unternehmen des Mandanten besser auskannte, als der Geschäftsführer dann es tatsächlich kannte, weil ich halt mich mit der Buchhaltung, dem Jahresabschluss und den BWAs und so weiter ja natürlich auch mehr beschäftigt habe als die eine Person, die sich das vielleicht 10, 15 Minuten im Monat mal kurz anschaut. Und das fand ich irgendwie faszinierend, so unter die Motorhaube eines Unternehmens blicken zu können und das auch in der Tiefe dann verstehen zu können. Und du hast jetzt so vorhin so gesagt, du warst froh, dass du den BWA, den BWL-Teil so klein wie möglich halten konntest. Ich finde tatsächlich so die Steuerfachangestelltenausbildung ist eigentlich so die Praxis-BWL-Studium. Und ich verstehe das immer nicht, dass beim Studium das so ist, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann studiert man halt BWL. Eigentlich müsste das bei Ausbildungsberufen denn der Steuerfachangestellten-Job sein, weil danach kann man alles machen. Selbst wenn man sagt, Steuerberatung ist doof, kann man als Steuerfachangestellter ja trotzdem überall landen. Und ich verstehe nicht, warum das nicht so diese Default-Einstellung bei Ausbildungsberufen ist, dass man sagt, na gut, ich weiß nicht, was ich mache, dann mache ich mal Steuerfachangestellte. Das sollte es werden, aber ich glaube, da müsste man ein bisschen Arbeit leisten. Müsste es aber eigentlich sein, weil danach kann man ja immer noch alles machen. Also ich kann ja jeden Bürojob eigentlich danach erledigen und habe noch eine ganze Reihe an Zusatzqualifikationen und Fähigkeiten. Und auch fürs Privatleben. Also nicht nur jetzt für den Job, sondern auch privat, finde ich, profitiert man viel. So im finanziellen Bereich oder die eigene Steuererklärung mal schnell zu machen, plus Familie oder sowas, dann nimmt man ja da auch draus mit. Also ja, stimme ich dir zu. Könnte man mal vorschlagen. Gut. Ist also eine Initiative, auf die wir uns auf die Fahnen schreiben können. Genau. Du bist jetzt ja auch irgendwo quasi in deiner heutigen Kanzlei gelandet. Wann kam das? Das heißt, du hast studiert und da hast du ja noch nicht in deiner heutigen Kanzlei gearbeitet, richtig? Nee, also ich habe das Studium absolviert, wurde dann 2019 damit fertig und bin dann dort auch noch geblieben, weil ich mich dort auch sehr wohl gefühlt habe und durch einen privaten Umzug eben in eine andere Richtung war dann Regensburg genauso weit zu fahren wie meine damalige Kanzlei. Und ich dachte mir, wie junge Menschen so sind, ich will mal was anderes sehen und etwas Größeres. Und so bin ich jetzt eben heute bei Wiebertax gelandet und bin dort seit ungefähr Mitte 2020 als Steuerassistentin eingeschrieben und jetzt eben durch das Steuerberaterexamen fertige Steuerberaterin und ja, mit Potenzial zu mehr oder also Aussicht auf mehr. Wie ist, bevor wir genau auf die Aussicht kommen und so weiter, wo ich auch sehr neugierig bin, vielleicht kurz Eckdaten. Wie groß ist die Kanzlei, wenn du sagst, etwas größer? Wie groß war die Kanzlei, in der du vorgearbeitet hast und wie groß ist Wiebertax? Also die Kanzlei vorher hatte knapp 10 Mitarbeiter, also wirklich was Kleines, wo man auch wirklich noch alles von der Pike auf lernt, von Posteingang bis zum Abschluss, der geprüft wird, war irgendwie alles dabei, auch während des dualen Studiums, was mich sehr vorangebracht hat. Wiebertax ist jetzt ein Verbund aus eigentlich 3 Firmen und wir sind im Verbund 70 Leute, also doch etwas mehr und mehr Berufsträger und Leute, mit denen man sich auf Augenhöhe austauschen kann. Und das schätze ich sehr und das spiegelt sich auch in der Mandatsstruktur wieder. Ja, genau, das wäre meine Frage. Woran oder was sind die Unterschiede, mal abseits von, du musst jetzt wahrscheinlich keinen Posteingang machen mehr? Nee. Wird es ja wahrscheinlich ein paar Dinge geben, wo du sagst, das läuft irgendwie in einer etwas größeren, ist ja keine Riesenkanzlei, ist ja keine Big Four-Gesellschaft, aber es ist dann doch schon größer, dass wahrscheinlich Arbeitsteilung ausgeprägter ist und dass man einfach zum Beispiel auch mehr Steuerberater hat für einen fachlichen Austausch. Was ist so deiner Erfahrung nach die größten Unterschiede in so einer mittelständischen Kanzlei im Vergleich zu so einer kleinen? Also der Punkt ist es, also einfach Arbeitsverteilung. Es gibt ein Sekretariat, ein Backoffice, das wirklich dir den Rücken frei hält im täglichen Doing, wo du auch einfach organisatorische Dinge hinschieben kannst und nicht mehr selber machst. Also man hat echt viel Luft und Raum für das, was man eigentlich ja machen möchte. Das heißt, mit Mandanten Kontakt haben, steuerlich optimale Strukturen aufbauen und so weiter. Aber auch, was ich gemerkt habe, ist, dass hier einfach die bestehenden Partner super viel Wert auf Prozesse, Digitalisierung und so gelegt haben. Also da war halt einfach viel mehr Kapazität, sich mit diesen sehr, sehr wichtigen Themen für die Zukunft zu beschäftigen, sodass Wiebertax im Allgemeinen eigentlich damals, 2020, schon super gut aufgestellt war. Und wenn man einfach als Mitarbeiter oder als Partner Kapazität hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil es einfach genug Steuerberater gibt, die das Operative tun, dann kann man halt auch das Unternehmen an sich voranbringen. Und das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, jetzt in dieser größeren Einheit, dass mir die Arbeit am Unternehmen auch super viel Spaß macht, neben eben diesen
doch auch sehr erfüllenden steuerlichen oder psychologischen Part mit den Mandanten zusammen. Also da ist einfach viel mehr Platz und Kapazität und auch Wille da, sich weiterzuentwickeln als Unternehmen an sich. Ja, das glaube ich auch für jeden, ich würde sagen, Berufseinsteiger spannend, sich zu überlegen, welche Kanzleigröße ist eigentlich so das für mich passendste. Es gibt diese kleinen Kanzleien und ich verstehe den Reiz auch absolut zu sagen, ich möchte wirklich alles machen. Weil so in so einer kleinen bis zu 10 Mitarbeiter Kanzlei macht faktisch jeder Mitarbeiter alles. Weil bei 10 Mitarbeitern haben alle natürlich auch mal Urlaub und krank und man kann faktisch eigentlich alles. Es gibt vielleicht so ganz vereinzelte spezielle Mandanten und auch fachliche Fragestellungen, die dann auf den Schultern von 2, 3 ruhen, aber vom Prinzip kann eigentlich fast jeder jeden vertreten und man kennt so den gesamten Leistungskatalog von Briefereien bis Steuererklärung raus, um es mal ganz platt zu sagen. Ja. Und das ganz andere Extrem, ich habe auch in der Big Four Gesellschaft gearbeitet, wo ich weder Briefereien noch Steuererklärung raus verstanden habe und nur so ein ganz kleiner Part war und zwar dann ultra spezialisiert in meiner Tätigkeit war, wo ich aber das Gefühl hatte, ich neige so ein kleines bisschen dazu, Fachidiot zu werden, um es mal sehr böse zu sagen, weil ich eine sehr hohe Spezialisierung habe, die dann auch wirklich nur in gefühlt diesem Einsatzbereich gebraucht wird, wo ich teilweise das Gefühl hatte, wenn ich jetzt noch länger bleibe, dann wird es irgendwann schwierig, wieder was anderes zu machen, weil ich halt einfach so ein Wissen habe, was so spezialisiert ist, das braucht man. Da kann ich jetzt, du hast vorhin gesagt, da kann ich in meiner Familie jetzt niemand mehr bei der Einkommensteuererklärung weiterhelfen, aber irgendwelche Investmentsteuergesetzanwendungen auf geschlossene Immobilienfonds, die konnte ich dann halt ganz gut, braucht halt aber sonst auch nicht jemand. Und was du beschreibst, ist ja eher so die Mitte. Das heißt, man hat schon genug Luft, sich auf Dinge zu spezialisieren und muss sich nicht im Tagesgeschäft immer um jedes Problem kümmern, kann sich aber auch dann ein bisschen die Schwerpunkte setzen, womit man sich beschäftigt, wenn ich so richtig interpretiere, was du sagst. Völlig richtig. Ich glaube, das macht doch am Schluss, sagen wir mal, diese Kanzleigröße aus. Wenn jetzt wirklich jemand Neues zu uns stößt, dann stellen wir den meistens immer frei und fragen ihn schon auch, was willst du machen und wo sind deine Stärken persönlich? Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe Bock auf Lohn, dann kommt er halt in unser Lohnteam und macht nur Lohnabrechnungen. Weil wir auch festgestellt haben, dass der Otto-Normal-Berufsträger jetzt im Lohn sich nicht so wohl fühlt wie vielleicht in den restlichen Bereichen, weil es doch sehr speziell ist. Und genauso andersrum auch, wenn jetzt jemand sagt, er möchte Umwandlungssteuerrecht machen und er hat da wirklich Bock drauf und steht das Steuerberaterexamen an, dann go for it. Dann kann der natürlich genauso bei unserer Projektgesellschaft mitmachen, wo wir ca. 50 bis 100 Umwandlungen im Jahr durchboxen, nenne ich es jetzt mal. Und auf diesen Bereich sich auch in einer gewissen Weise spezialisieren. Und ich finde, diese breite Steuerung macht es am Schluss aus. Und du hast aber trotzdem noch die Möglichkeit, irgendwie so das Handwerkzeug zu lernen, also Buchhaltung. Ja. Und das ist auch, finde ich, extrem wichtig, um langfristig erfolgreich zu sein. Auch als Steuerberater sollte man buchen können. Noch verstehen, woher die Zahlen kommen, genau, mit denen man arbeitet. Ja. Ja. Du hast ja gerade die Prüfung quasi erfolgreich absolviert. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das in so einer Kanzleigröße auch einfacher ist mit Freistellung. Bei so einer 10-Mitarbeiter-Kanzlei kann ich mir vorstellen, weil wenn ein Mitarbeiter fehlt, sind es vielleicht 10% der Belegschaft, die fehlen. Wenn man da Monate raus ist, könnte ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist. Wie hast du das denn überhaupt gemacht? Hast du so klassisch Freistellungen für ein paar Wochen, Monate gemacht? Oder vielleicht magst du einmal kurz erzählen, wie bist du ganz konkret zu dieser Prüfung gekommen? Und es war ja offensichtlich ein Erfolgsrezept, das du da angewendet hast. Es war zumindest mein persönliches. Also ich empfehle jetzt diverse Sachen schon weiter, aber jeder muss das für sich irgendwie rausfinden, wie Alec am besten lernt. Ich habe mich damals 2019 auch bewusst gegen den Master entschieden, weil ich mir dachte, dass mir persönlich das Arbeiten mehr bringt für das Examen selber und ich jetzt meine Passion nicht so im wissenschaftlichen Arbeiten gefunden habe, sondern eher so in der Umsetzung davon und habe dann quasi von 2019 bis 2022 ganz normal als Steuerassistentin gearbeitet und versucht, mir super viel Sachen in der Praxis anzusehen und die dort zu hinterfragen und mit dem Gesetz nachzugucken. Und ich habe das große Glück, dass insbesondere einer meiner Chefs da auch super visiert ist in diesen Themen und sich mir auch ein bisschen angenommen hat. Ich erinnere mich heute nur an ein Gespräch bei einem Sommerfest im Garten, wo ich zu ihm gesagt habe, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, mich so lange zu motivieren. Und da war irgendwie schon so der Funke da, dass er sich mir noch mehr angenommen hatte wie vorher.
und mir auch aufgezeigt hat, was danach passieren kann. Also genau das jetzt, dieser Ausblick, der jetzt nachher noch Thema sein wird, war für mich auch ein großer Ansporn, das durchzuziehen. Und ja, ich habe dann eben mich 2022 angemeldet für die Kurse. Ich habe es bei einem sehr namenhaften Anbieter bei Knoll gemacht und als Ergänzung dazu Examio gebucht, wobei mich zweiter das wirklich da durch die Prüfung getragen hat, wenn ich das mal so in das Rampenlicht stellen darf. Und dadurch, dass das duale Studium schon sehr ausgelegt ist auf diese Prüfung, muss ich sagen, glaube ich, habe ich mich verhältnismäßig leicht getan und okay, bin glücklicherweise mit einer recht guten 3,3 da raus aus der schriftlichen und wusste, das wird dann in der mündlichen einfacher für mich persönlich. Und wie bin ich das angegangen? Ich habe nebenberuflich seit ungefähr Juni 22 bis Oktober 23 eben gelernt und hatte 3 Monate Freistellung. Es gibt auch von der Firma eine Förderung, also einmal die Freistellung halt an sich, die man sich, sagen wir mal, ansammeln kann mit Urlaub, Überstunden oder eben unbezahlt, wie man möchte. Und man kriegt auch noch einen finanziellen Zuschuss, der natürlich auch recht hilfreich ist, weil die Kurse doch ein bisschen in Geld kosten. Und genau, ich war dann von Juli bis Oktober zu Hause und fand das auch ganz gut und habe halt vorher auf 36 Stunden reduziert gehabt und immer freitags meine Klausuren geschrieben. So war mein Weg dahin. Das heißt, genau, so wie angenommen, du hast dann in der Kanzlei quasi die Unterstützung gehabt und wo du das gesagt hast, ich weiß nicht, ob du das so bezeichnest, aber du hast auch quasi von deinen Chefs jemanden gehabt, der gesagt hat, Mensch, du machst das, der Tunnel, der lohnt sich, da kommt am Ende, es wird auch wieder heller und das wird auch irgendwie belohnt. Wie war das? Habt ihr auch regelmäßig so eingecheckt oder war das wirklich, dass du dir das in Aussicht gestellt hast, dass du dann auch eine wichtige Rolle in der Kanzlei übernimmst? Es war so ein dauerhaftes Thema eigentlich. Also es war, glaube ich, dass ich einfach ein sehr interessierter, lästiger Mitarbeiter war, der super viel wissen will über das Unternehmen an sich und wie kann es weitergehen. Und er hat irgendwie so meine Hints verstanden und eben aufbauend auf diesem Gespräch da beim Grillen mir das recht schnell aufgezeigt und auch immer wieder Updates dazu an das Tageslicht gebracht, sodass ich dann nie irgendwie den Faden verloren habe, auch wenn es vielleicht mal schwierig war, zwischen Vorbereitung, Arbeit und Privat da irgendwie die Nerven zu behalten. Und das, muss ich sagen, schätze ich wirklich sehr. Und ich wünsche jedem, der das Examen macht, dass er irgendwie so einen Mentor findet, der ihm da Support gibt in dieser harten Zeit und sich ihm annimmt, weil das mich schon schneller gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon viel darüber gesprochen, dass der Job eine psychologische Komponente hat. Da geht es wahrscheinlich auch darum. Ich meine, in der Prüfung ist auch einmal das Wissen, aber vor allen Dingen dadurch, dass die Vorbereitungszeit so lang ist, wie du sagst, ist das dann auch irgendwann Motivationsthema. Und du wirst mit Sicherheit ja irgend früher oder später zu dem Punkt gekommen sein, wo du dich auch gefragt hast, ob es das wirklich wert ist, diese Zeit, die du da investierst. 100%, die kam sogar eher früher wie später. Aber das, glaube ich, kommt auch immer auf den Typ drauf an. Es gibt Leute, die ziehen da durch, aber ich persönlich gerate dann schon schneller an meine Grenzen, wenn da ein paar frustrierende Klausuren zurückflattern. Und es ist schon so, dass man da halt eher mal die 60-Stunden-Woche hat, wie die normale Arbeitswoche, weil halt diese Klausurbearbeitung und Nachbearbeitung dann doch zeitintensiver ist, wie man anfangs denkt. Und wenn man diesen privaten Ausgleich etwas zurückfahren muss, deswegen merkt man so, bei mir war es so kurz vor der Freistellung, dass es jetzt dann schon Zeit wurde, nur noch zu lernen, in Anführungszeichen. Also ja, das Durchhalten ist wichtig und es ist auch super wichtig, dass man sich austauscht im betrieblichen Umfeld und auch im privaten mit Leuten, die das schon mal durchgemacht haben, weil ich glaube, am Schluss versteht das nur jemand, der sich diesen Riesenexamen schon mal gestellt hat, weil so wirkt es auf einen, wenn man da davor steht. Im Nachgang ist es immer leichter, aber kurz davor ist es schon ein Berg. Ja, ich verstehe es. Oder ich habe es ja, den Weg bin ich selber nicht bis zum Ende durchgegangen. Ich war tatsächlich in einem Vorbereitungskurs auch angemeldet. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass ein Kind vielleicht auch eine Zukunftsperspektive hat. Das ist auch ein Berg, glaube ich. Der gehört aber nicht so schnell auf wie das Examen. Das war, als ich mich zumindest zum Vorbereitungskurs angemeldet habe, war das zu dem Zeitpunkt noch nicht so geplant. Ich kann aber mit dem Ergebnis nach der Zeit trotzdem sehr gut damit leben. Sehr gut.
Und genau, jetzt bist du ja quasi frisch gebackene Steuerberaterin. Wie geht's denn, genau, wie geht's denn jetzt ganz konkret für dich weiter? Sowohl fachlich als auch in der Rolle in der Kanzlei hast du ja angekündigt so ein bisschen schon. Ihr habt da schon Vereinbarungen, wohin es für dich gehen soll. Genau, also ich durfte schon tatsächlich vielleicht kurz zurück noch ein paar Schritte recht früh selbstständig Dinge bearbeiten. Also der besagte Partner, der liebe Florian, hat mir schon relativ früh viele Sachen zugetraut und ich hatte eigentlich schon vor knapp einem Jahr während der Vorbereitungszeit schon, ich sag mal, meine eigenen Mandate natürlich unter seiner Verantwortung, aber ich durfte sie vollumfänglich betreuen und das Ganze auch drumherum machen, was so das Unternehmerische betrifft, also Honorarkalkulation und das alles, dass ich da langsam aber sicher reinwachse. Und im Prinzip jetzt nach dem bestandenen Examen hat sich für mich in der Tätigkeit an sich nicht viel geändert, weil ich vorher schon viel machen durfte und beraten habe und weniger jetzt operativ Buchhaltung oder sowas gemacht habe. Aber es ist natürlich schön, jetzt offiziell, sagen wir mal, den Hut aufzuhaben und die Mandate vollumfänglich zu betreuen, jetzt dann eben mit Ernennung zum Partner. Es ist nämlich so, dass meine Kollegen dann auch gesagt haben, sie sehen das in mir und das ist wirklich das größte Kompliment, glaube ich, was man jemandem in der beruflichen Ebene geben kann, dass man sich da beruflich miteinander zusammentut und das miteinander angeht, weil die drei da wirklich was auf die Beine gestellt haben, jetzt konkret auf diese eine Einheit unter Webertax bezogen, was mich wirklich beeindruckt und ich glaube, ich brenne richtig für das, was die gemacht haben, das noch größer zu machen, noch schneller zu machen und meine persönliche Handschrift damit einfließen zu lassen. Ja. Weil ich glaube, und das ist auch bestimmt ein Grund, warum wir jetzt das ab nächsten Jahr zu viert machen werden, dass ich noch eine andere Richtung mit reinbringe. Ich würde sagen, ich schreibe mir eher auf die Fahne als junger Mensch, da auf die Menschen einzugehen, also auf die Mitarbeiter und auf die Kollegen und das Menschliche ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Weil die Steuerberatung ja oft doch sehr fachlich ist und man wirklich nur von einem Fall zum nächsten hüpft. Und diese Entwicklungs- und Mitarbeiter- und menschliche Perspektive da reinzubringen, ist so das, was ich als Ziel habe und was ich ergänzend zu dem eh schon sehr guten vorhandenen Substrat sozusagen noch ergänzend beisteuern kann und vielleicht auch oder eigentlich sicher auch bei den jüngeren Menschen halt etwas anders ankomme, weil ich denen ein bisschen näher bin. Das heißt, bisher sind es drei Männer wahrscheinlich? Nee, tatsächlich nicht. Also so im Webertax-Verbund sind wir 7 Partner. Okay. Da sind es 4 Frauen und 3 Männer. Ach Mensch, das ist schon mal eine gute Aufteilung. Das ist nicht, ich würde mal sagen, nicht das Klischeebild. Genau, und jetzt so in meiner Einheit sind es 2 Männer und 1 Frau und mit mir dann 2 Frauen. Wie ist da die Altersstruktur? Da bist du da die Jüngste wahrscheinlich? Also... Ja, also ich bin mit meinen 25 Jahren die Jüngste. Ja. 2 Partner sind knapp über 50 und der Florian ist kurz vor seinem 40er. Also die gute Mitte zwischen mir und den anderen beiden, wobei es echt auch sehr gut harmoniert so mit den verschiedenen Altersgruppen, weil jeder so seine Stärke hat. Ja, ich kann mir vorstellen, genau, es bringt am Ende jeder etwas mit. Und ich glaube, die Stärke eines Teams macht es ja auch aus, dass nicht jeder im gleichen Bereich die Stärken hat, weil würde sich im Zweifel auch die Frage stellen, warum man denn einander braucht, wenn alle die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen haben. Du sagst es. Und die Erfahrung der beiden ist auch nicht zu vernachlässigen. Die kann halt ich nicht mitbringen, aber ich bin halt die dann wieder mit ein paar so abgespaceden Ideen ums Eck kommt, die dann am Schluss aber auch wieder irgendwie durch die Erfahrung der anderen zu was Gutem, Erfolgreichen, Nachhaltigen werden. Und das macht es am Schluss aus. Wir haben in einer der letzten Folgen mit Tessa, liebe Hörer, gerne reinhören, schon mal auch darüber gesprochen, was macht das Personalthema eigentlich aus? Und dass das auch ein Thema ist, was, ich würde mal sagen, in der Steuerberatung eventuell in der Vergangenheit etwas vernachlässigt wurde, weil da halt mehr auf Fachliches gelegt wurde und weil auch ehrlicherweise auf dem Weg, ein Arbeitgeber zu werden, lernt man ja nicht, mit den Menschen umzugehen. Also man in der Steuerberaterprüfung spielt das kein Thema, ob ich mit Menschen führen kann oder begeistern kann oder delegieren kann. Das spielt ja keine Rolle. Und trotzdem bin ich danach dazu befähigt, also rechtlich gesehen, Mitarbeiter einzustellen und die Verantwortung quasi für die Mitarbeiter zu nehmen. Bei Tessa war das jetzt so, dass sie selbst HR-Mitarbeiterin war. Das heißt, die hat zwar dabei geholfen bei all diesen personellen Entscheidungen. Bei dir ist es ja ganz anders. Du bist ja jetzt die Person, die quasi den Schritt
nach oben, nach vorne, nach, keine Ahnung, in welche Richtung man das Organigramm auslegt, aber du hast jetzt unter Umständen Kollegen, die, bei denen du so auf einer Ebene warst und jetzt stehst du irgendwie anders zu ihnen. Du hast schon gesagt, das wurde auch offen kommuniziert und du hast da auch positive Signale bekommen, aber eine ganz simple Frage, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das manchmal für dich komisch an oder verändert sich einfach gar nichts so zwischenmenschlich? Aber das ist wirklich eine Frage, da bin ich super neugierig. Was macht das eigentlich mit einem doch recht jungen Menschen? Weil es sind ja auch wahrscheinlich auch unter Umständen ältere Kollegen, wo du jetzt plötzlich im übertragenen Sinne vorbeigezogen bist. Klingt falsch, weil es so wie ein Rennen klingt und nicht jeder das gleiche Ziel hat. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, also so ganz ehrlich gesprochen, natürlich ist es eine Herausforderung für mich. Ich bin aber auch jemand, der das ein bisschen sucht und der schon auch immer mich selbst reflektieren und weiterentwickeln möchte. Und an mir vorbeiziehen würde ich es gar nicht nennen. Ich sehe es eher so, als dass jeder halt eine andere Richtung hat in seinem Leben. Und meine Richtung ist halt eher in diese Richtung, das Unternehmen zu steuern und weiterzubringen. Und die Richtung des anderen Mitarbeiters, der vielleicht wirklich älter oder erfahrener ist wie ich, der war halt eben diese fachliche Thematik abzubilden und da wirklich stark zu sein. Weil fachlich mache ich denen jetzt aufgrund dieser Erfahrung, die halt einfach 30, 40 Jahre mehr haben wie ich, nichts vor. Ich gebe mein Bestes und glaube, dass ich schon sehr gut bin in dem, was ich tue. Aber alt werden und Erfahrung sammeln tut man ja quasi von alleine, wenn man älter wird. Ja. Und ich glaube einfach, dass ich meine Stärken gut nutzen kann für die Firma und aber auch für diese Kollegen, um da eine Atmosphäre zu schaffen oder ein Unternehmen zu schaffen, wo jeder gern arbeitet und die halt auch in der Zukunft gut am Markt dastehen wird. Und wo man sagt, okay, Steuerberater in Regensburg, wow, okay, cool, da will ich zu Biebertax gehen. Und ja, das mit auf die Fahne geschrieben, brenne ich eben für dieses Thema Mensch und meine Partner auch. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch eine Personalleitung eingestellt, die eben zusammen mit uns an diesem Personalthema arbeitet. Und wir legen gerade vermehrt unseren Schwerpunkt auch auf Onboarding und auf den Bau eines eigenen Intranets, was jetzt in dieser Größenklasse vielleicht noch etwas Außergewöhnliches ist und noch nicht jede Steuerkanzlei hat, aber wir geben da wirklich viel und das ist nicht so, dass nur ich das tue, sondern ich merke auch, wie meine Partner offen sind für all diese Impulse, die ich mitbringe. Und am Schluss sind wir alle irgendwie dafür verantwortlich, auch meine Kollegen, jetzt vielleicht Mitarbeiter, dass wir da was Gutes zusammen machen. Und es ist so, dass ich vielleicht auch mit meinen jungen Jahren Dinge vielleicht doppelt sagen muss, wie wenn jetzt ein Erfahrener das sagt, aber ich sehe es so oder meine Führungskultur ist so, führen aus dem Team heraus, aus der Stärke heraus und nicht dieses Hierarchische, wie es vielleicht wirklich früher war. Und ich glaube, wenn ich sage, ich motiviere jemanden, etwas zu tun, muss ich vielleicht gar nicht mal so viel führen, in Anführungszeichen, sondern nur noch anstoßen oder Gespräche führen. Also das ist so meine Motivation oder meine Vision aktuell. Ich kann dir in ein paar Jahren mal ein Update geben, wie es lief, aber derzeit, muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden und komme gut rein. Das ist ja auch, das ist ja offensichtlich bei dir, aber auch generell in der Branche oder ich glaube auch generell beim Thema Führung ist das ja eine Entwicklung hin zu, früher hatte man sehr hierarchische Strukturen, wo quasi der Chef alles vorgedacht und vorgegeben hat, wie etwas zu tun hat. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, wie du quasi deine Rolle interpretierst, klingt das ganz anders. Wenn du sagst, guck mal, die Kollegen, die haben da einfach mehr Erfahrung und so und es ist mehr ein, du sagst, es ist kein Führen, unterm Strich ist es ja dann doch schon ein zumindest ein Zusammenhalten oder ein, keine Ahnung, ein Orchestrieren, ein gemeinsames nach Lösung finden, ein Moderieren vielleicht eher. Aber es ist ja trotzdem etwas, wo du auch deinen Impuls mit reingibst. Und das ist aber, genau, es fühlt sich so ganz anders an, als das, was man so hierarchisch sich vielleicht klischeemäßig vorstellt, wie das so klassischerweise gelaufen ist. Genau, vielleicht da noch ein Impuls dazu. Es ist auch so, dass wir gerade sehr viel an den Prozessen arbeiten, auch aufgrund des Onboardings und zum Thema Führen noch. Ich sehe es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Team eine Aufgabe gebe, bitte erarbeitet diesen Prozess und die machen das, dann nehmen die das doch viel eher an, wenn sie das selbst machen, wie wenn ich denen vorschreibe, wie sie es zu machen haben. Und das sind nur so Kleinigkeiten, aber das macht halt im täglichen Miteinander super viel aus. Und das ist jetzt natürlich bei uns so nicht super perfekt,
Das will ich jetzt gar nicht vorgaukeln, weil jemand, der das sagt, der ist, glaube ich, nicht so ganz ehrlich. Aber wir versuchen es und sind halt auch immer dankbar, wenn die Mitarbeiter oder neue Leute vor allem was dazu sagen und uns da gemeinsam irgendwie schneller machen. Das heißt, deine Rolle ist wirklich ja eher ein, ja, vielleicht Richtung vorgeben, ein bisschen Leitplanken setzen, aber dann auch einfach den Prozess begleiten, dass ihr ihn zusammen macht. Wie zum Beispiel diese Prozesse definieren oder wie ein Onboarding auszusehen hat. Ist auch ehrlicherweise, werden es die Mitarbeiter wahrscheinlich rein praktisch besser wissen. Schon immer besser, auch in einer sehr hierarchischen Führungsstruktur wissen es die Menschen, die jeden Tag damit leben und arbeiten, wahrscheinlich immer besser als der Chef, der unter Umständen eine gewisse Distanz hat. Ja, ich komme jetzt zwar noch, da das ja doch jetzt recht frisch ist, noch aus dieser operativen Schiene. Also ich kann jetzt das alles schon noch abbilden und ich glaube aktuell zumindest noch mit Ihnen zusammen entwickeln, aber je weiter man, glaube ich, da in diese unternehmerische Denkweise rutscht, desto weniger operativ tut man natürlich. Und am Schluss geht es darum, sich ein Team aufzubilden, das einfach alles besser kann. Weil Chefs müssen irgendwie Mitarbeiter einstellen, die besser sind als sie selbst. Und wenn sie das machen und wenn man das erkannt hat, dass man eigentlich die Kollegen oder Mitarbeiter schneller machen sollte, wie man selbst ist, dann finde ich, hat man erst das Prinzip Führung richtig verstanden. Weil das ist jetzt auch das, was ich am Florian so schätze. Der pusht mich immer, dass ich irgendwann besser bin wie er selbst, weil dann kann er, sagen wir, andere Dinge tun und muss nicht mehr da sein. Und das ist auch mein Ziel für alle, die jetzt nachfolgen. Ja. Und, genau. Und dann muss man ja auch, rein logisch, muss man denn so führen, wie du führst. Wenn du jetzt nur führen würdest, indem du jedem Mitarbeiter jeden Morgen die Checkliste in die Hand drückst, was an dem Tag zu erledigen ist, dann kann diese Person ja niemals über dich hinaus wachsen. Weil, wie sollte das passieren? Wenn du Menschen aber dazu anleitest, quasi selber etwas zu entwickeln und mehr das Ziel einfach vorgibst und dann quasi diesen Prozess mitbegleitest, dann ist es halt möglich, dass jemand auch über sich hinaus wächst oder auch mal Seiten zeigt oder Fähigkeiten zeigt, die du vielleicht vorher gar nicht kanntest und die dieser Mensch vielleicht auch vorher gar nicht kannte. All das ist ja überhaupt nicht möglich, wenn du jeden Morgen mit der Checkliste und der Stechuhr vor den Mitarbeitern stehst und sagst, so, das sind deine To-Dos und so viel Zeit hast du für jeden Teilschritt. Weil dann kann ja die Person nur so gut sein, wie die Anleitung war, um es mal sehr platt zu sagen. Absolut. Und die kommt ja wieder von mir. Das heißt, der wird auch nicht mehr machen, wie ich schon kann. Also ich versuche. Ich glaube, dieses Führungsverständnis wandelt sich und den Aspekt, den ich noch super spannend finde, ist, du wächst da jetzt da gerade auch rein in die Rolle und das sind so dein Weg. Aber wie siehst du generell auch das ganze Thema Nachwuchsgewinnung? Weil das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, dass junge Menschen auch eher das wollen. Also ich als junger Mensch würde im Zweifel keinen Chef haben wollen, der mir jeden Morgen meine Checkliste auf den Tisch legt, sondern ich würde wahrscheinlich eher die Kanzlei als Arbeitgeber wählen, die mich auf diese Art und Weise fördert. Ich glaube, dass ein Umdenken erforderlich ist von allen Kanzleiinhabern, die derzeit noch nicht so offen sind für dieses Thema. Was wir jetzt total merken, wir versuchen ja unsere, sagen wir mal, Social-Media-Präsenz zu steigern und sind da schon relativ erfolgreich. Und ich merke total, dass das bei den jungen Leuten gut ankommt, wenn sie sehen, wie unser Betriebsklima ist. Wenn die Arbeit keine Blackbox ist, sondern wenn man sieht, wow, die verstehen sich wirklich. Und es ist nicht nur so ein Ding, das mir der Chef im Vorstellungsgespräch erzählt, sondern es ist tatsächlich so. Und ich finde, da gehört auch dazu, dass die Leute dann mit mir / uns Kontakt haben und merken, dass unser Führungsverständnis abweicht von dem von, sagen wir mal, älteren Kanzleien, was nicht verkehrt ist, aber ich denke, für die Nachwuchsgewinnung etwas schwieriger macht. Und da wir gerade auch viel auf Messen und so weiter gehen und viel Kontakt suchen an Schulen, Hochschulen, Universitäten, merkt man doch im Gespräch, wenn man selber für eine Sache brennt und mit diesen Leuten spricht und denen das so erzählt wie ich dir, dass die irgendwie auch dann entflammbar sind für das Thema. Und dass die eher dann sagen, wow, Lisa, das war jetzt so ein cooles Gespräch mit dir, ich habe Bock, die Ausbildung bei euch zu machen. Und wir suhlen uns gerade so ein bisschen in dieser Luxusproblematik, dass wir wirklich für dieses Jahr fast schon zu viele Bewerbungen an dualen Studenten und Azubis haben, das super
erfreulich ist, aber auch natürlich schwer, da Leute dann nicht zu nehmen. Aber man kann aber ich würde sagen, von dem Problem, dieses Problem habe ich von noch nicht zu vielen Kanzleien gehört. Ja, wir müssen die halt dann ein bisschen vertrösten auf nächstes Jahr oder halt an andere Kanzleien verweisen. Aber das ist mir schon auch ein Herzensthema, da Leute fit zu machen, so wie ich auch fit gemacht wurde. Also das einfach weiterzugeben von den Leuten, die sich mir angenommen haben und die auch zu begeistern, dass diese Branche wirklich top ist und man wirklich was werden kann, wenn man ja das möchte. Und wenn man gut drin ist, natürlich muss man ein bisschen Skills auch haben dazu. Aber ich glaube, wenn man etwas gern macht, kann man schon sehr weit kommen. Und wir haben jetzt auch tatsächlich auch so ein bisschen ein Thema von mir. Jetzt zwei duale Studenten, die denselben Weg gehen wie ich damals. Ja. Und das ist ja jetzt so 400 Kilometer nach links, nicht so der nächste Weg innerhalb Deutschlands, dahin zu gehen zum Studieren. Aber das macht aus meiner Sicht auch das persönliche Gespräch aus. Genau, wie rein praktisch, wie organisiert ihr das? Die sind dann wahrscheinlich vor Ort. Arbeiten die auch in der Kanzlei oder ist es remote oder ist das Blockunterricht? Das ist ein offizielles Studium mit vertiefter Praxis, das DHBW-Modell. Ja. Also die sind 3 Monate hier vor Ort und 3 Monate beim Studieren, immer im Wechsel, 3 Jahre lang. Ach, die haben dann also nicht hier Mittwoch und Donnerstag, Freitag morgens pendeln und dann Montag, Dienstag. Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist vierteljährlich. Das ist ganz cool, weil du halt auch in deiner Praxisphase Dinge machen kannst. Das heißt, du bist nicht nur 2 Tage da, sondern du machst halt mal einen Fall von A bis Z in diesem Vierteljahr, wo du da bist. Und die haben halt dann dort vor Ort eine Wohnung, die kann man dort auch vierteljährlich anmieten. Und hier in Regensburg dann auch. Meistens stammen sie halt hier, dass sie so hier bei den Eltern wohnen und dort sich eine Wohnung nehmen. Und es klappt eigentlich echt ganz gut. Und das Schöne ist auch, es gibt 2 Zyklen. Das heißt, man kann 2 Leute einstellen, die sich immer ergänzen. Also einer ist da, einer ist weg. Ja, ja. Und dann also hat man quasi immer versetzt. Das heißt, dass die eigentlich für euch in der Kanzlei wie eine Person sind, weil immer einer von beiden da ist. So ist es. Und am Schluss hat man einfach 2. Ist das nicht mega? Ich finde das schon gut. Also das ist so schön für mich zu sehen, dass auch Leute, junge Leute da jetzt an Bord springen und das machen. Und sich da stelle ich mir ehrlicherweise als dualer Student witzig vor, dass man 3 Jahre im gleichen Betrieb arbeitet und man sich noch nie über den Weg gelaufen ist, weil man immer genau woanders war. Stimmt. So als der Zyklus entgegengesetzt ist, das ist bestimmt eine lustige Sache. Aber die können halt dann auch die Wohnungen teilen, also wie sie wollen. Die können sich dann privat kurz schließen. Sehr, sehr spannend. Und aber auch der ganze Bereich, den auszubauen, hattest du erwähnt, das ist auch so das, was du dir so auf die Fahne schreibst jetzt für die Zukunft als Partnerin von der Kanzlei, dass du euch da quasi auf Vordermann bringst, da Systeme reinbringst, dass das in Zukunft Also das war schon sehr gut, Melchior. Da muss ich ehrlicherweise sagen, da ist mein Beitrag jetzt relativ gering, weil die Kanzlei oder der Verbund an sich schon sehr viel dafür tut. Ja. Was jetzt so mein Input war, glaube ich, das DHBW-Studium, weil ich selbst gemacht hatte. Ja. Und das jetzt hier im bayerischen Raum nicht so viele Kanzleien gibt, die das anbieten. Aber ich würde sagen, das ist fast nur noch eine Ergänzung, die einfach einen Ticken schneller zum Ziel führt, wie vielleicht, ich nenne es jetzt mal das bayerische Modell des Verbundstudiums oder sowas. Ja. Aber die Kanzlei an sich hat sich immer sehr engagiert im Ausbilden von Nachwuchs, weil sie ja doch auch aufgrund der Zahlen, die man so hört und sieht, in Sachen Fachkräftemangel nur noch schlimmer wird. Und man so, glaube ich, schon auch gezwungen ist, auszubilden, um nachhaltig gute Leute für sich zu gewinnen. Und die halt natürlich auch zu halten. Also nicht nur ausbilden, sondern auch da bleiben. Ja, genau. Also es reicht nicht nur, wenn man gutes Marketing macht am Anfang, ja, dass die Leute einmal reinkommen, sondern man sollte dann auch den Arbeitsplatz so gut haben, dass die Leute dann auch gerne bleiben wollen. Genau, ja. Das ist jetzt auch eben Aufgabe von unserer lieben Laila, unserer Personalleiterin, Leitung, ja, die da wirklich sehr viele Ideen hat und ja, unsere Kanzlei auch etwas erfordert. Man bringt in den ganzen Prozessen dazu. Sehr, sehr spannend. Mit so einem Blick auf die Uhr neigt sich unser Gespräch tatsächlich schon langsam dem Ende. Ich finde tatsächlich das spannend. Du bist ja wirklich auch so ein Teil von, ich will jetzt nicht sagen Nachfolge, doch so in gewisser Weise schon. Es ist nicht klassisch Nachfolge von, es gibt einen Kanzleiinhaber und der verkauft irgendwann die Kanzlei und dann gehört es jemand anderen, sondern die Kanzlei ist halt ein bisschen größer und es sind sowieso schon 7 Partner, hast du gesagt. Genau. Und du kommst jetzt mit dazu und das ist dadurch eher ein langsamerer, aber auch nachhaltigerer Prozess, weil ja, es ist halt eine gewisse Stabilität. Du stehst nicht von heute auf morgen alleine da und musst jetzt irgendwie die Kanzlei führen, wo ich ganz häufig höre, so diese
ja relativ kleinen Kanzleien, die, keine Ahnung, 1 Million Umsatz machen oder so, wenn die dann verkauft wird, dann geht der eine Partner, der verkauft hat, dann halt irgendwann raus und dann steht man so als Nachfolger irgendwie alleine plötzlich da und muss irgendwie überleben. Da finde ich ehrlicherweise, auch die Größe, in der ihr seid, finde ich tatsächlich sehr spannend, weil auch ehrlicherweise Partner zu werden in der Big Four Gesellschaft ist auch nett. Aber zumindest am Anfang hat man denn da auch nur so eingeschränkt viel zu sagen und Möglichkeiten auch gestaltend aktiv zu werden. Einfach weil es wahnsinnig viele Partner gibt und dann gibt es noch Abstufungen von welche Level man hat und so weiter. Deswegen finde ich das einfach sehr, sehr spannend, mal zu hören. Wir hatten auch tatsächlich schon ein bisschen ältere Folge von Raffaella, die hat auch, ist quasi in die elterliche Kanzlei mit eingestiegen und die Kanzlei ist halt ein bisschen kleiner. Die verteilen die Last jetzt so in der Familie. Das ist mehr so dieses klassische Nachfolge. Und du bist da jetzt auf dem Weg, das in so einer mittelständischen Kanzlei ein Teil davon zu sein. Und genau. Finde ich sehr, sehr spannend. Und auch den Übergang von, wie sich Führung verändert. Und wie du denn da plötzlich stehst vor Kollegen, die deutlich älter sind und erfahrener sind und irgendwie trotzdem irgendwie denn doch schon Chefin bist. Langweilig wird es vielleicht nicht so anfühlt am Anfang. Sagen wir mal so, ja, aber ich freue mich auch, sagen wir mal so, den älteren Kollegen da was abzunehmen, weil die schon super viel Invest in die Firma geleistet haben und jetzt bin halt ich dran, da wieder was zu tun und so lebt es einfach weiter, weil ich glaube schon auch, so zum Thema Nachfolge, vielleicht noch abschließen, dass es immer schwieriger wird für Leute, die eine Einzelkanzlei haben, überhaupt jemanden zu finden, weil so in meiner Generation, nenne ich es jetzt mal, die Leute schon eher scheuen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist nicht pauschal für alle so. Auch das Lebensmodell ist ganz häufig einfach nicht so wahnsinnig attraktiv. Also wie ist denn das Leben als Kanzleiinhaber? Ich möchte es nicht auf alle anwenden. Es gibt auch Ausnahmen, aber das Leben von ganz vielen Kanzleiinhabern, die 10 Mitarbeiter haben, sieht folgendermaßen aus. Man trägt die gesamte Verantwortung. Man läuft ständig hinterher, man versucht die Bälle hochzuhalten, arbeitet 80 Stunden die Woche. Und das jetzt 50 Jahre, bis man dann in 70 Jahren merkt, Mist, das ist irgendwie schwierig zu verkaufen. Und das ist halt, dieses Problem haben ganz, ganz viele. Und ich glaube, das sehen junge Menschen halt. Und die Frage ist, sehe ich mich persönlich da in 40 Jahren auch in dieser Rolle zu sein oder in den nächsten 40 Jahren? Und ich kann das schon nachempfinden, dass man dann sagt, vielleicht eher nicht. Ich fühle das auch total. Also das ist auch ein Punkt, ich möchte nicht 80 Stunden die Woche arbeiten. Ich möchte arbeiten, wenn ich mag. Ich möchte arbeiten, wenn es nötig ist oder mal Spitzen sind. Das ist völlig fair. Aber das sagen wir mal ansprechend, der Vibertax generell ist auch, dass das Ziel ist, ein Unternehmen zu bauen, das losgelöst von den einzelnen Partnern existieren kann. Das heißt, sagen wir mal, steigt jemand aus, dessen Name vielleicht früher der Kanzleiname war und jetzt ist einfach Vibertax der Kanzleiname, dann hängt dir das schon gar nicht mehr so an dieser Person. Und dann kann dir einfach auch wohlverdient das tun, was sie jetzt tun möchte, nachdem sie so viele Jahre da Input gegeben hat. Und es existiert halt trotzdem noch weiter, ohne dass diese Person da im Zugzwang ist. Genau. Spannend. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Und ja, wir sprechen uns dann in ein paar Jahren nochmal. Vielleicht bist du dann die super hierarchische von oben herunter Führungskraft geworden. Nicht. Ich glaube es auch nicht. Aber nee, das ist mit Sicherheit ein spannender Weg für dich. Und vielen, vielen Dank, dass du uns daran teilhaben hast. Wo würde man dich, euch denn erreichen, wenn man sagt, ja, die sind zwar eigentlich schon voll, aber ich versuche mein Glück trotzdem. Wir hatten Kontakt auf LinkedIn vor allem. Genau, also auf LinkedIn jederzeit, da haben wir auch eine Seite von unserer Firma oder halt auf der Homepage. Also die ist recht einfach, die ist www.viba.tax, also recht kurz und knackig. Und jeder, der mal reinschaut oder schreibt, dem freue ich mich, das vorstellen zu können. Auch wenn es vielleicht jetzt keine direkte Zusammenarbeit ist, aber ja, ich freue mich einfach, das zu teilen, weil es mir wahnsinnig viel Freude macht und deswegen auch danke an dich, Melchior, dass ich heute Gast sein durfte und hoffentlich viele Leute, sagen wir, inspiriere, in diese Welt abzutauchen. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank auch an euch, liebe Hörer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und damit war es was mit dieser Folge auch wieder. Wir hören uns bei der nächsten Folge und ja, bis dahin, alle gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao, danke.